Tut dir was weh? Nein. Verdienter Sieg auf jeden Fall. Ja. Ihm tut noch nichts weh. Das ist mein bestes Spiel in meinem Leben. Oh, Stimmung und 4-0. Wow, das war unglaublich, Mann. Ich sag nur, Mann des Spiels, Rashica, natürlich ganz klar überlegen, hat seine Chancen. Ne? Eiskalt genutzt. Eiskalt, muss man schon sagen. Ne? Erstes Mal Ostkurve mit 8 Jahren, das war natürlich mega heute, ne? Oder? Das erzählst du dein Leben lang. War geil? Ja. Wow, einfach fantastisch, unbeschreiblich. Besser, andere Worte findet man nicht. Ja! Der Erfolg geht weiter. Wir brauchen. Samstag bin ich in Berlin, feiern wir den Sieg. Den nächsten? Ja, der nächste bitte. Ne? Sehr stabil, alles gut, ohne viel Worte. Also ein super Spiel. Wir freuen uns so dermaßen auf das Jubiläum und wir beide haben uns heute hier eine so kennengelernt. Wir haben uns so kennengelernt hier und ich komme südlich von Bremen, er nördlich von Bremen. Mayonnaise bedeutet mir alles. Und, quasi, ne? Und es war einfach eine super Woche, super Woche. Grüße gehen raus an Werder Bremen. I love you. Und sieh da, ich hab's gekriegt. Du hast es gekriegt. Ich hab es. 3 Stunden angestarrt, ich habe es. Geil, geil. Absolut spannend. Ja. Was hat's so spannend gemacht? Dass die Kinder glücklich waren und dass Werder nach dem Dortmund-Spiel auch so stark gespielt hat. Respekt. Ich? Ja, genau. Ich gehe jetzt mal auf Facebook. Wie fühlt sich das an? Du warst heute Einlaufkind. Wie ist das, in so ein Stadion reinzulaufen? Gut. Was ist da besonders gut? Dass man Spieler an die Hand nehmen kann. Wen durftest du nur an die Hand nehmen? Rani Khedira. Khedira? Ja. Hättest du nicht lieber einen Bremer an der Hand gehabt? Nö. Nö? Ja. Doch. Man kann ja aber nicht alles haben, ne? Ja. Und das Spiel, was fandst du da besonders gut? Dass sie gewonnen haben. Ich glaube, deutscher Fußball ist, das ist Passion. Super Spiel, super Woche, einfach geil. Das war ein würdiger Abschluss zu diesem 120-jährigen Jubiläum heute. Jo, läuft, ne? Wir waren vor 3 Wochen waren wir in England bei Liverpool-Spiel zu Hause gegen Leicester. Die Emotionen waren gigantisch, aber heute war noch mal eine Stufe höher. Heute, wow. Unglaublich. Ich war so unglaublich, Mann. Bremen für Leben! Geiles Spiel. Geiles Spiel? Einfach nur geil. Was war besonders geil? Die beiden Buden von Rashica. Hallo. Hi, wie schmecken die Fritten? Arschgeile Nummer. Arschgeile Nummer, die Fritten oder das Spiel? Beides. Beides. Alles überragend. Sag was zum Spiel, wie fandst du? War doch ganz super heute, oder? Ja, war ganz gut. Ganz wichtig heute, das 4-0, ein Heimspiel, 2-0. Werder hat wirklich meine Visitenkarte wieder abgegeben heute, muss ich ganz ehrlich sagen, sauber. Ja! Das war sehr, sehr gut. War auch verdient und... Werder! Wir haben 4-0 haben wir! Hey. Nee, die Däumel wieder. Aber genau hier, die Däumel wieder, ne? Ja. Das wissen wir doch. Ja. Doch. Die erkennen wir doch immer gleich. So, wir reden weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Wie das Spiel war. Wie Spiel war, genau. Hätte noch am besten noch ein Tor von Pizarro fallen müssen, aber 4-0 ist auch okay. Nachricht von eben nochmal revidieren. Ja! Jawohl! Sieg! Ja! Das Spiel war gut, geil. Lieber 2. So. Fertig! Was zum Spiel? Komm her! Es war der Hammer, es war ein geiles Spiel. Wir hätten damit nicht gerechnet, dass wir tatsächlich 4-0 gewinnen heute. Es war super. Ja, das war natürlich großartig. Traumhaft, also schöne Tore und Werder Sieg! Komm in Gang. Ja, Hopp, du musst auch was sagen, wenn wir eine super Mannschaft mit starker Leistung. Als erstes grüße ich Janis Hanken, der heute 9 Jahre alt wird, zum Geburtstag, leider heute nicht dabei sein kann. Was haben sie heute richtig gemacht? Sie haben Tore geschossen. Und dann grüße ich den Rest der Grillen bei Janina-Gruppe, die heute auch nicht dabei sein können. Ein Teil ist heute dabei, aber... Wollen wir auch noch über Spiel reden? Über Spiel ist heute super. 4-0, besser kann es gar nicht gehen. Werder Bremen, ole! Werder Bremen, ole! Ole! Ja, geiles Spiel. War natürlich die Spannung da von Anfang an ein bisschen raus, aber so kannst du auch mal laufen, würde ich sagen. Ja. Moin, ja, war auch echt ganz gut. Vor allen Dingen die Choreo hat mir echt gut gefallen. Ja, 4-0, was will man mehr? Ja, also für mich war heute Milot Rashica der beste Spieler, war dann allerdings schade, dass er dann frühzeitig raus musste. Aber der Möwald hat auch ein gutes Spiel gemacht. Wen fandst du am besten? Ich glaube ich heute auch Rashica und Max Kruse.
Und ja, hat Spaß gemacht anzugucken. Selbst meine Freundin ist zufrieden. Ja, ist sie, oh, auch? Ist sie auch? Hallo, sie hallo. Sie wir das. Kennen es schon. Ja, das tun wir. Hallo, schönen guten Tag. Wollen wir kurz über das Spiel reden? Wie fandest du? Ja. Ich fand es super. Selfie machen. Ja. Machen wir. So muss das sein. Das war doch ein Spiel. Was war das denn was für ein Spiel? Was willst du mehr? 4-0, 120 Jahre Werder. Was will man mehr? Nach dem Pokalfight wird damit gerechnet. Ja, wir sind, wir sind... Wenn ihr mich sucht, ich bin mein Bierstand. Ne? Okay, da kommen wir auch noch hin. Ich bin Thomas, das ist... Ich bin Gerd. Moin. Wir kommen aus Emsland, wir sind mega Bremen-Fans. Schon seit ihrer Geburt an, ja. Man sieht's ja auch. Und, mir ist das jetzt irgendwie mal lört. Wie ist das Spiel ausgegangen? Ich glaube, wir haben... So HSV-Fan! Wir haben, glaube ich, 4-0 gewonnen, ja. Wir sind mit dem Club hier. Ja, Mann! Und wir lieben Werder Bremen. Ist das jetzt wirklich 4-0 ausgegangen? 4-0? Oder war das 5-0? Ich weiß ja gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Wo die Weser einen großen Bogen macht. Da sind wir zu Hause, da sind wir zu Hause.